Das ist tricky. Hier bin ich mal sehr gespannt. Ah, übrigens handgemalt, ne? Das gesamte Game. Okay. A. Muss ich nur wissen, wo A ist. Also, wir haben in der Mitte unseren, was ist das? Der Wurster? So, unser Floß steht jetzt zumindest wieder. Ich denke, wir können uns jetzt kennenlernen. In der persönlichen Schleife und versorge dich mit Ressourcen. Das Floß hat viele Löcher und wir brauchen Material, um es zu reparieren. Was kriegen wir hin? Ach du Scheiße. Ich stehe jetzt. Obwohl mit Stick geht das besser. Und wie der Name schon sagt, Trash Sailors, ne? Wir brauchen Schrott. Ihr habt gesehen. Die Stadt ist untergegangen. Dementsprechend auch so viel Müll hier. Ey. Ne, ich mach jetzt mal meinen Floß wieder ready hier. Okay, das reicht leider noch nicht. Zeit kacke. Och, echt? Also die Runden, die ich gespielt habe, die waren eigentlich gut. Und die liefen auch sehr gut. Aber wie gesagt, das letzte Mal Tarkov habe ich mit meiner 1070 gezockt. Und eventuell kommt mir da halt auch, ne, das Spiel irgendwie anders drüber. So. Starte den Motor, drücke ein paar Mal drauf und er sollte starten. Okay. Okay. Warte mal, ich kann stoppen. So, und jetzt kann ich noch. Ah, ne, kann ich gar nicht. Ich hab den Helfer noch gar nicht dabei. Toll, ist weg. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr weiter rüberlenken. Irgendwie driftet das immer weiter ab. Ich kann hinterher. Also während der Fahrt ist irgendwie schwierig zu treffen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich diesen scheiß Motor stoppen kann, ne? Ist egal. Erste Ebene geschafft. Johannes, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Geht's dir?
Na gut. Gedrückt halten, okay. Ja. Wählen wir die nächste Ebene aus, ne? Was ist denn großartig neu, Litty? Das mit dem Bluten, oder? Und nicht nur Bluten, auch du kannst dich komplett überladen, ne? Okay, das kann ich anscheinend nicht packen. Oh. Oh, ich habe den Roboter gar nicht fertig gebaut, aber der sitzt da schon bereit. So, der kann nämlich steuern und ich kann ihn dann währenddessen auch lenken. Was ist das denn hier eigentlich? Oha. Nachtfahrten anscheinend. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Koop-Game. Also es wäre toll, wenn er hier mein Autopilot wäre, ne? Aber es ist leider nicht so. Also, dass es ein bisschen laut ist? Nee, oder? Rutscht mal noch ein bisschen, okay. Ja, sag mal. Da kommt eine Lücke. Auf geht's. Kommt keine. Ei. Johannes, wie geht's dir? Oh oh, oh oh. Sag mal, mach doch mal was hier. Okay. Ja, ey, das ist doch verrückt. Die Taste, die kaputt ist, funktioniert auf einmal jetzt. Keine mehr. Krieg ich wohl noch. Jetzt sag mal. Ich seh doch nichts mehr. Geh weg. Geht schon mal gut los. Ich komme nicht mehr rum. Aber wir müssen gleich das Floß reparieren. Bleibt das jetzt so? Kommt was Tolles, das will ich haben. Bleib so stehen, wie ich dich ausrichte, Mann. Komm, jetzt setzen wir den wieder dran. Also ich kann irgendwie nicht nach links lenken. Oh, den Rest machst du. Ich stelle mir das als Koop-Game echt witzig vor. Oh oh, wir müssen lenken. Nein! Das wird knapp. Zu knapp. Gar nicht sammeln, ey. Ups.
Ach komm, ey, dieser Roboter, ne? Oh, war das knapp. Aber ich glaube, das passt nicht mehr. Oder doch? Erinnert mich so auch so ein bisschen an Don't Starve, ne? Okay, das geht so weiter. Oh, ich krieg Abzüge für Kollision. Das hört sich doch gut an. Oder was habt ihr denn gemacht heute? Auch gezockt heute, oder? Hier den wechseln. Naja, ist nur eher die künstliche Intelligenz. Dann auf. Mit 3. Sparschwein. Da machen wir den Motor wieder voll. Nur gerne wissen, wie man später an die Kanonen rankommt. Weil es kommen auch noch Gegner, ne? Also. Es bleibt nicht die ganze Zeit so einfach. Ah, ich komme nicht in die Einstellungen. Das ist ja doof. Ach, wirf das doch rein. Oh nein. Ich gedacht, dass wir da durchpassen. Allein ist das schon so ein Ding hier, ne? Ne, 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 warte mal. Die will ich haben. Oh.